So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forager. Ja, Zombie ist aus seinem 2-Tage-Urlaub zurück, den er sich scheinbar spontan genommen hat. Eine kleine Sache, bevor das Video losgeht. Es gibt mittlerweile eine Roadmap für das Spiel. Wurde gestern getweetet und deswegen will ich die hier kurz einblenden. Da sieht man so, was für Updates geplant sind. Es kommt Mod-Support und Multiplayer so gegen Ende des Jahres. Und vorher kommt noch so ein Quality-of-Life-Update. Also einfach so kleine nervige Sachen werden verbessert und allgemein. Ich weiß nicht, was mit dem Farm-Update ist, was im Spiel steht, weil das nicht mehr dort erwähnt wird, aber okay. Und es kommt noch ein Kampf-Update im Sommer. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch immer wieder mal reinschauen und Manu hat das Spiel privat auch schon durchgespielt. Heißt, eventuell im Winter werden ich und Manu das nochmal gemeinsam spielen oder so, aber kein Versprechen, aber vielleicht schon. Macht ja echt Spaß, das Spiel, und mit mehr Spieler bestimmt erst recht. Und mit Mod-Support kann ich mir ultra coolen Content vorstellen, den die Leute erstellen. Das Spiel hat echt viel Potenzial. Aber gut, ich wollte euch hier gar nicht lange zulabern mit coolen Sachen, sondern euch cooles Gameplay liefern. Deswegen geht die Folge jetzt los. Viel Spaß. Gucken wir doch mal, was in der Mine drin ist. Kristallhöhle. Da ist irgend so ein Ding. Ach, das kann ich drehen mit E. Ah, Laserrätsel. Der Laser schmilzt in die Wand. Cool. Ach, guck mal, da sind diese Guardians. Die Lederdroppenden. Cool. Da sprengen wir auf. Den können wir drehen. Okay, dann machen wir so. Und so. Aber wir müssen irgendwie in die Richtung auch noch drehen. Oder kommen wir da wieder raus? Also viele Möglichkeiten zum Drehen der Kristalle haben wir ja gar nicht. Erstmal kurz mit dem Laser die Wände checken. Okay, nichts. Da sind schön viele Bären. Und das ist ein Minenwagen. Oh ja. Was eine lange Fahrt. Da brauchen wir einen Laser von unten. Der kommt von hier. Da ist der Schlüssel. Aber den kann ich nicht nehmen irgendwie. Da kommt hier ein Boss auf jeden Fall. Das ist ja cool. Den kriegen wir ja dann hin. Frag nicht, warum ich gerade mit dem Schwert die Büsche kaputt hauen wollte. Zu viel Zelda. Okay, da kann ich die Wand sprengen. Hier kann man auch rüber gucken. Und da ist auch noch was. Okay, ist ja richtig cool hier. Hier sind auch Kisten. Ah, die sind auch verkristallt. Okay. Gehen wir mal einfach davon aus, dass man das nicht öffnen kann. Und schauen wir mal hier hoch. Das wirkt ja so ein bisschen wie ein Geheimnis. Hallo, was kriegen wir hier? Ein Ding zum Abbauen. Und eine Kiste. An die wir sogar ran dürfen. Welch großzügige... Schatz. Hallo, Worte. So, danke für die Edelsteine. Dann können wir den hier nochmal zurücklenken. Und der fliegt gegen die Wand. War scheinbar schon so geplant von mir. Ich bin ein Genie. Okay, den haben wir dann auch besiegt. Da kann man mit dem Minecart nach oben fahren. Aber wir können das auch nach oben drehen und da zu Fuß langlaufen. Kriegen hier bestimmt irgendwas, mit dem man Kristalle entfernen kann oder sowas. Level 37 auf jeden Fall. Na guck mal, das hat die Minenstrecke eh blockiert, das Ding bestimmt. Muss ich bestimmt alles vorher abbauen. So, nochmal eine Fee für ein bisschen Ausdauer. Brauche jetzt zwar nicht so dringend, aber danke. Und dann können wir mit dem Minenwagen losfahren. So. Hallo. Spitzhack dich einfach, du Gegner. Sonst meine Drohne kommt aber mit. Finde 3 Geheimräume. Belohnung, ein Alien-Viech aus Nuclear Throne. Kenne ich. Ich bin der König der Indie-Spiele. Und da habe ich so einen fahrenden Laser, okay. Aber ich kann auch zu Fuß dadurch. In den Wald. Komische Mine, aber nehmen wir den Wald mit. So. Besonders, ich habe den Geheimraum nicht mal gesucht. Ich bin einfach zufällig drin gelandet. Und wie kriege ich den Laser da nach unten? Stimmt, mit dem Minenwagen dann. Ja, genau. Der Minenwagen schießt den Laser nach oben und der geht dann nach unten. Okay. Rätsel gelöst. Pa. Und wir können hier warten.
Tada! Ich bin der Rätselmeister. Öffne dich. Hallo, große Kiste. Der Eisstab friert Objekte und Gegner ein. Cool. Ah, schießt so einzelne Kristalle. Kann ich damit auch eingefrorene Sachen rausholen? Bräuchte ich nämlich relativ dringend. Da, den da zum Beispiel. Brauche ich da erst irgendwie den Feuerstab oder? Ich habe eine Feuerspitzhacke. Hä? Die Kiste reagiert darauf, aber die ist ja schon eingefroren. Oh, guck mal, ich kann das Feuer einfrieren. Ja, das sieht aus wie der Eiseffekt. Ich mache den Eiseffekt größer auf den. Ja, das bringt mir ja nichts. Muss ich herkommen, sobald ich irgendwas Feuriges habe, nehme ich an. Das ist doch auch komisch, wenn man einen Dungeon kriegt und den nicht sofort fertig machen darf. Hm, es kann sein, dass mir ein Upgrade fehlt. Hatten wir ein Level Up? Ich glaube, wir hatten ein Level Up hier drin, aber das sehen wir hier drin nicht. Gehen wir nochmal raus und gehen nochmal rein. Wir holen uns mal den Bogen, der irgendwo ganz am Anfang schon war. Das da? Halt Bögen und Pfeile frei, genau. Und da ist auch gekochtes Fleisch gewesen. Ah. So. Dann müssen wir uns erstmal ein paar Bögen craften. Kurzbogen. Bisschen Holz und zwei Pfeile, ja. Warte, wo stellt man denn Pfeile her? Das ist gekochtes Fleisch, ja. Mein erster Bogen. Ja. Die Pfeile aus deinem Inventar. Halte Angriff gedrückt, um zu ziehen und lasse los, um zu schießen. Ach, da haben wir Pfeile. Stellen wir mal 500 an dem Amboss her. Schädelbogen. Eisenbahn, Leder und Knochen. Haben wir. Da ist er. Der Schädelbogen. Pfeile verbrennen jetzt Ziele. Klingt doch schon mal gut. Kristallbogen. Ja, 6 Stahl haben wir gerade so. Alter, ist voll cool. Guck mal, die Kamera folgt dem Pfeil so. Den habe ich getroffen. Explosionsbonus zählt scheinbar auch für alle anderen Waffen. Weil das Skelett gerade ist explodiert, als ich es getroffen habe. Jo. Kristallbogen! Hey! Pfeile frieren Ziele jetzt ein. Okay. Dämonenbogen? 5 Glasfaser. Oh ja. Aber wir haben gleich die Roboterschaufel. Ich stelle nämlich auch gerade das Zeug da drüben her. Ich mach mal die Meisterstiefel. Ja. Ich denke schon. Obwohl, wir können noch ein Schwert machen. Das kostet nur 20. Hol mir das Schwert. Noch ein Schwert-Upgrade dazu. Und jetzt die Roboterschaufel. Very nice. Los, Schwert des Druiden. Zeige dich. Grün Schwert für Gegner 150% mehr Schaden zu. Getötete Gegner geben Freude. Jetzt ein Kristallschwert aus 5 Königskleidungen. Können wir auch machen. Oh, und die Schaufel haben wir. Grabungsbereich vergrößert. Graben bringt immer seltene Items ein. Immer. Okay. Die machen wir mal als Kristallschwert. Ja, warum nicht? Naja, da kommt auch Leder und Edelsteine. Das sind also seltene Items. Okay. Ja, ist ja trotzdem richtig krass, dass jetzt random Zeug droppt beim Graben. Alter, da ist... Plastik rausgekommen beim Graben. Ich grab mein restliches Leben nur noch. Das ist aber Plastik beim Graben. Was ist das denn Verrücktes? Graben ist die neue Meta. Ich hab so gewusst, dass es sich lohnt, diese Schaufel zu upgraden. Auch wenn nur selten, aber es droppt ja alles einfach. Wenn ich jetzt so einen Mikrochip droppen sehe, dann raste ich aus. Schrei ich erstmal 5 Minuten. Nee, aber Plastik zu droppen dadurch ist ja schon einfach ein Ultrasegen. Spitzhacke und Schaufel haben wir jetzt schon mal fertig. Brauchen wir nur ein bisschen Glasfaser und dann hätten wir auch schon den Dämonenbogen. Nee, wir holen Elektronik und holen uns das Amulett. Ist hier aber kein Einfrieren.
Und er war tot. Na gut, wie soll was einfrieren, wenn es instant zerstört wird? Oder Kristallschwert. Dieses Schwert kann auch Ressourcen angreifen. Alter, mit dieser Explosion von der Spitzhacke in Kombo ist das das Beste. Alter. Junge. Ich kann ja so viel zerstören. Kann man ja nicht vorher wissen, dass das Kristallschwert so krass ist mit Kombo, also mit der Spitzhacke erst zusammen. Und dann kann ich danach schaufeln, nachdem ich alles weggegraben habe. Ja! Ich glaube, wir haben gewonnen. Würde ich sagen. Was Material holen angeht. Können wir ja keinen erzählen, wir brauchen nur mehr Drohnen. Alter, oh, das ist cool. Aber so ein bisschen rumzuprügeln mit der Maus und dann ist alles freigeräumt. Wenn ich jetzt noch die Handschuhe mache, mit denen ich schneller zuschlage. Und Dämonenschwert gibt's auch noch. 10 Elektronik und 10 Glasfaser. Wie steht's mit den Meisterhandschuhen? Genau, die holen wir uns mal. Dann hauen wir ein bisschen schneller zu. Alter Junge, schau, wie der Bildschirm voll ist mit Zeug. Verrückt, dieses Spiel. Es ist einfach nur verrückt. Und ich liebe es. Oh, die Handschuhe. Angriffstempo um 60% erhöht. Ja. Roboterhandschuhe. Ach, guck mal, den Beutel können wir uns auch machen. Brauchen wir nur ein bisschen Glasfaser. Ich habe noch ein paar mehr Banken geholt. Fürs restliche Geld. Und sobald wir alles Geld haben, können wir die abreißen. Bin der Zerstörer. Niet nieder vor mir. Ich bin hungrig. Ich muss den gesamten Dungeon von vorne machen, wenn ich rausgehe. Kann ich da einen Pfeil durchschießen? Nein. Dann weiß ich immer noch nicht, wie ich das Eis remove. Dann gehen wir erst wieder rein, wenn wir irgendwas wissen, was Eis entfernt. Wird dein Gegner mit deinem einzigen Pfeil? Wird schon die ganze Zeit gemacht. Egal. Kaufen wir das Land hier oben. Tschüss, Maschinen. Das war ein langweiliges Land. Aber die Maschinen passen da rein. Nein, tun sie nicht. Genau nicht. Ist ja... Okay. Habe ich ein paar Dinger gefunden, die ich abgeben kann. Das da. Weiß nicht, was es ist, aber ich hab's. Habe ich sonst irgendwas dabei, was ich abgeben kann? 50 Stahl. Gott sei Dank will der nur 5 Glasfasern, 5 davon. Das wäre echt teuer. 50 Glas haben wir auch dabei. Bergbau? Nein, Stein habe ich immer noch keine dabei. Bäumerei? Habe ich. Hier muss ich jeden Trank einmal herstellen, auf jeden Fall. AK zweimal, weil ich auch sehen will, was die machen. So, wir haben 16.000, dann können wir die beiden hier noch kaufen. 1 und 2. So, dann verbinden wir die mal und gucken mal, was da drauf abgeht. So, da eine kleine Brücke hin und die sind miteinander verbunden. Okay. Da ist irgendwas, aber das Feuer auf meiner Spitzhacke reicht. Um die Kiste aufzutauen. Ah, das ist eine Kiste, die eingefroren ist. Okay. Komisch, dass mein Feuer im Dungeon nicht funktioniert. Aber hier schon. Köcher. Bogen verbraucht keine Pfeile. Wofür habe ich 600 Pfeile gerade hergestellt? Was bist du? Erhalte Bonus beim Herstellen von Objekten. Ah ja. Okay. Das war die Ecke. Welches Land kann ich jetzt noch kaufen? Hier oben bin ich komplett fertig. Haben wir unten alles? Ich glaube nicht. Wir haben so wenig Dämonengebiet gehabt. Oh, hier drunter ist noch eine Reihe. Oh. Die habe ich die ganze Zeit übersehen. Na, das wird teuer. Oh, das sind nochmal 100.000 mehr. Das ist ja gut, dass noch eine Reihe mehr da ist. Ich würde schon sagen, 3 Dämonenfelder sind ein bisschen wenig für solche Monster. Oh, Level 38. Das geht bis Level 60 einfach. Ich level jetzt schon irgendwie einmal pro Stunde nur noch. Die letzten Level werden die Hölle. Ich glaube, war ein guter Call, diese Orbs aufzuheben. Auch wenn ich ein paar schon davon verschwendet habe. Kann auch sein natürlich, dass man die gegen Ende herstellen kann. Ich habe 100 Kacke im Inventar, Alter. Ekelhaft. Habe ich jetzt Achievement bekommen. Ah, ich habe einen Bogen mittlerweile. Ich kann auch hier im Pfeil bestimmt reinschießen, wie bei Zelda. War zu erwarten. Ein Orb. Ja, wenigstens etwas.
Hier habe ich jetzt schon wieder ein halbes Level gemacht. Ich habe nur rumgekloppt mit dem Schwert. Ja, wahrscheinlich, weil ich so viel abbaue. Alter, ich habe alle Edelsteine wieder auf 30 gepusht. Richtig krass. Ich hatte gerade 0 von allen. Tja, jetzt wieder. Aber ich brauche halt dieses Königszeug ohne Ende. Alter, ich habe genügend für 400 Seide? Wie stelle ich her? Ich brauche hier sogar eine Nähmaschine mal mehr. Haben wir eben ein Kraftwerk gebaut? Nee. Was macht ein Kraftwerk? Hallo? Was macht ein Kraftwerk? Es steht da nur. Dann wird es halt wieder abgebaut. Vielleicht macht es die Maschinen schneller oder sowas, wenn es in der Nähe steht. Es gibt halt keine Information, ne? Kraftwerk, sagt's nur. Das hat so einen Radius. Ich stell's mal dahin. Ja, es macht, glaube ich, die Maschinen schneller, wenn es da in der Nähe steht. Ah. Können wir ja nochmal abbauen, dann sehen wir. Aber auch nicht so viel. Hm, dann sparen wir uns das Zeug. Ganz schön teuer. Da stellen wir nochmal 3 Glasfaser her. Können wir sogar eine zweite Drohne schon leisten. Aber holen wir jetzt erstmal 3 Lavendel und machen uns dann die Schuhe. So. Meisterstiefel. Ein weiteres Upgrade für unseren Helden. Dämonenschwert, echt teuer. Das Amulett wollten wir machen, ne? Ein Smaragd mehr brauchen wir noch, okay. Cool. Haben wir ja also fast. Dämonenamulett. Hello. Tschüss, 5 Elektronik. So teuer alles. Schauen wir mal direkt Nummer 4 Elektronik her und Glasfaser auch so viel wir dürfen. 1. Schuhe! Bewegungstempo um 60% erhöht. Ja. Können wir noch schneller durch die Welt rennen. Achso, wir haben 2 Skillpunkte. Halt, Moment. Vor lauter rumgraben und allem habe ich überhaupt nicht mehr dahin geguckt. Brauchen wir hier oben was? Schnelleres Verarbeiten? Wäre ein bisschen praktisch, aber auch nicht so schlimm. Gebäude kosten weniger Holz und Fackeln. Ballisten. Bögen verschießen 3-fach Pfeile. Bergbaulaser machen doppelten Schaden. Ich weiß nicht, das ist voll unnütz. Bergbaulaser haben doppelten Wirkungsbereich. Oh, ist ja gigantisch. Ja, das Dämonenamulett ist fertig. Hat 125% mehr Ressourcen. Ja. Okay, das ist gut. Jetzt gehen wir wieder in die Skills rein. Schaltet Kristalle der Bewährung frei. Das sind nicht die anderen. Die heißen auch irgendwas der Bewährung. Holen wir uns mal den... Will ich den Frostschlag? Scheinbar ja. Erhöhte Ausdauer im Töten von Gegnern. Ist auch süß. Aber wir holen uns mal die lose Gistik. Weil jetzt rasten die Bergbaulaser ja komplett aus. Von der Range. Hallo? Was passiert hier? Ah! Sind so laut die Laser. Ja, weil die jetzt, glaube ich, alle gleichzeitig schießen. Da, ich sehe, die Kreise überdecken sich alle jetzt komplett. Der hat einen Radius bis hierhin, der da. Müssen sie alle theoretisch nochmal abreißen und irgendwie so hier in die Mitte, in diese Ecken stellen zwischen den Inseln. Die decken jetzt systematisch einfach alles ab. Da bist hier oben, ich sehe nicht mal mehr irgendwelche. Da ist einer und da unten. Ja. Sammeln wurde soeben offiziell cooler gemacht. Jetzt haben wir alles fertig. Können uns den Rucksack leisten? 2 Glasfaser. Ne, hol mal einen Geldbeutel. So. Außer wenn wir jetzt immer noch genügend für den Rucksack. Okay. Dann nehmen wir den Rucksack auch noch mit. Einfach, dass wir es haben. Bei der doppelten Reichweite gibt es den Laserschaden zu erhöhen jetzt sogar Sinn, weil jetzt kommen sie vielleicht nicht mehr klar, alles abzubauen. Aha, Tycoon-Geldbeutel. Münzen sind 150% mehr wert. Ich habe den Gamesound nochmal leiser gestellt jetzt mittlerweile. Tycoon-Rucksack, 4 weitere Inventarslots. Ich weiß nicht, warum ich so viel Platz jeweils brauchen würde. Sonst mein Inventar einfach so aussieht gerade. Aber wir sind jetzt hier weg. Schau mal, wie schön leer es jetzt wird. Okay, wir brauchen jetzt 10 Elektronik und 10 Glasfaser. Und sonst nichts ist, ne? Also 50 Königsstahl. Dunkelheit, leuchtende Blume weg, die schlafende Prinzessin. Will die eine Fackel einfach? Ich hab dir, glaube ich, mein Essen gerade in die Hand gedrückt. Ich glaube, die will einfach eine Fackel. Ich glaube, ich habe das Rezept für Fackeln noch nicht freigeschaltet. Ich sollte mal das ganze Zeug verkaufen, anstatt nur Upgrades zu basteln. Weil dann könnte ich endlich mal, ja, die ganzen Inseln und so holen. Ja, wenn ich das hier verkaufe.
instant reich. Genug, um ja die ganzen Landesdinger da unten zu holen. Aber ist halt schon cool, das Zeug, ne? Kaufen wir mal ein bisschen Land. So, wir haben 18.000 oder so. Kaufen wir was Günstigste. Zack. Hallo, Dämonenturm. Ab geht's. Farm. Zack, zack, zack. Eine Brücke bitte hier rüberziehen. Da. Rein da. Mal ein bisschen was anderes. Okay, wir müssen entweder alle an- oder auskriegen. Und das Spiel sagt es uns natürlich nicht. Das ist natürlich geil. Aber ich bin eigentlich ein Freund solcher Rätsel. Okay, ich gebe auf. Ich habe hier jetzt 20, 30 Minuten mindestens rumprobiert. Ich gucke einfach ein Video, drücke Play und mache nach, was der drückt. So, der drückt erst den, dann den, dann den, dann den. Oh, er hat's geschafft. Ich hab's geschafft. Lol, ich bin der klügste Mensch der Welt. Junge, ich habe einfach so lange dran rumprobiert, dass ich keine Lust mehr hatte. Lol. Okay, haben wir den Turm wenigstens gelöst und kriegen dafür ein Galaxiesiegel. Ja, das Rätsel war mir zu schwer. Ein Zeichen der Bewährung, was ich mir nicht verdient habe, aber wir haben es. Dankeschön. Gottes Willen, endlich darf ich wieder das Spiel spielen. 100 Jahre in diesem Turm gefangen. Kann ich mir eigentlich schon eine zweite Droide herstellen? Glasfaser brauchen wir mehr, okay. Ob man irgendwas mit dem Regenbogen machen kann? Wahrscheinlich muss man irgendwas mit dem Regenbogen machen, oder? Ich mache ein Regenbogen-Skelett. Ist einfach instant gestorben. Okay. So, machen wir meinen zweiten Droiden. Cool, bin ich gespannt, wie der aussieht. Ob es auch eine Biene ist. Ich kann eigentlich eine Fabrik wieder, so ein Kraftwerk wieder hinstellen. Machen wir mal eine Elektronik mehr. Wir können es ja abreißen, wenn wir wieder ganz viel Elektronik brauchen. Ich stelle es dann hier in die Mitte, weil hier sind ja irgendwie die ganzen Banken und die Fabriken und die Geräte da oben. Alter! Meine Droide ist einfach so ein fliegender Box. Amy Ice Cream? Amy Ice Cream. Okay. Alter. So ein Fuchs, der nice hat. Cool. Interessante Drohnen gibt es auf jeden Fall. Irgendwie schon nervig, dass die so riesig ist. Also die Biene ist cool, aber dieser Fuchs ist ja gigantisch. Kann ich Amy Ice Cream hier unten zuweisen und die sammelt einfach die Fische mal? Nö. Ich verkaufe jetzt mal ein bisschen Zeug, glaube ich, damit ich mir das Land endlich kaufen kann. Da, ich habe jetzt 70 von allen Edelsteinen. Ich verkaufe jetzt einfach mal massig. Wisst ihr was? Ich übertreibe alle, verkaufe alle. So. 100.000. Ja, das war es mir wert. Besitze 100.000 Münzen. Goldener Skin. Wollen wir golden sein? Ein Zylinder. Gucken wir mal, was wir uns Schönes anziehen können. Ah ja, das ist Augenviech. Golden. Tycoon-Rucksack. Ich will keinen Rucksack. Flügel habe ich bisher nur wenige. Ein Spelunky-Hut. Oh, süß. So viel Zeug, was ich bekommen habe. Ja, aber ich glaube, wir bleiben beim Zylinder. So. Goldmann mit Zylinder. Dann kaufen wir doch mal ein bisschen Land, was uns fehlt. 1, 2, 3, 4, 5. So, und für das unten haben wir wahrscheinlich genau nicht genügend Geld. Naja, da haben wir brennende Kisten, da haben wir nochmal so ein Knopfrätsel in klein. Da unten haben wir so ein Altar, wo ich mein Leben opfern kann. Und da haben wir noch einen alten Mann mit einem Observatorium-Turm. Das war's mit der heutigen Folge Forager. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ja, ich bin so dumm, dass ich 40 Minuten an einem Schalterrätsel sitze und danach eine Lösung nachgucke. Ist mir auch ein bisschen peinlich, aber keine Ahnung. Es ist... Diese Schalterrätsel haben manchmal so einfache Lösungen, wo man irgendwie nur dreimal irgendeinen Knopf drücken muss. Aber ich hatte in irgendeinen Wurm drin einfach. Keine Ahnung, passiert. Keine Ahnung, besser als so scheinheilig zu tun, als hätte ich selber herausgefunden. Da bin ich lieber ehrlich und sage, ich habe in der Lösung nachgeguckt, weil ich zu doof war. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimmelmann.